Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 118. Folge von Horizon Forbidden West. Wir sind immer noch in Ted Farrows Grab. Ist das ein kleines Büro? Für einen niederen Funktionär vielleicht? Nee, das war Farrows Büro wahrscheinlich. My friend. Was ist hier? Wir gehen immer weiter rein in dieses scheiß Ruin, ey. Nächster Raum, komm. Was haben wir hier? Ansteigende Hitze. Reaktorbericht. Schau dir die Ausrüstung an. Wir nähern uns dem Zentrum von hier. Ich kann es fühlen. Ja, du kannst es fühlen. Ist ja schön für dich. Aber da kommst du nicht rein, mein Freund. Geschlossen. Zu. Fertig. Endstation. Wie mache ich den Lachs auf? Ist hier irgendwo eine Konsole? Tretet die Tür ein. Ich suche nach einem anderen Eingang. Gute Idee. Das hat schon mal geklappt. In Ordnung. Leg los. Ja, ja, du bist ungeduldig, mein Freund. Lass dich doch gucken, wo sie überall durchgeht. Lüftungsbedienfeld. Ah ja, guck mal da oben. Brecht sie auf! Ja, guck mal. Lass mich da hochgehen. So. Zack. Ha! Ist das eine Art Lüftung? Keine schlechte Idee. Natürlich ist es eine gute Idee. Kommt ja auch von mir, verdammt nochmal. Ach, CEO. Na, schau mal einer an, du. Hast du es auf die andere Seite geschafft? Schau mal einer an. Was haben wir hier alles? Lass mich erstmal alles einsammeln. Die Musik wird ein bisschen dramatischer. Ich habe das Gefühl, wenn Aloy an die Dateien rankommt, sagt sie diesem CEO, dass sie nichts gefunden hat. Oder dass alles verschlüsselt ist oder so. Irgendwie sowas. Guck mal. So. Omega-Freigabe. Also. Was sagst du zu deiner Verteidigung, Ted? Santo und sein Kind sind tot. Ich habe sie heute Morgen zusammen auf dem Fußboden in seinem Büro gefunden. Sie müssen Gift geschluckt haben. Ich hätte sie nie ermordet. Sie war doch nur ein Kind, um Gottes Willen. Ich habe ihnen Leben geboten. Und so danken sie es mir, indem sie mich verlassen. Aber ich bin wohl schon von Anfang an allein gewesen. Ganz allein die Last tragen. Für die Vergangenheit, für die Zukunft. Das ist ganz Ted. Egal wer stirbt, er bemitleidet immer nur sich selbst. Les Zukunft. Les Kinder. Eines Tages kommen sie. Ich werde sie willkommen heißen. Santo sagte, dass ich nicht mehr altere. Wenn überhaupt, regenerieren sich meine Zellen schneller als sonst. Ich muss nur abwarten, bis die Mutationen aufgehört haben. Zeit und Energie. Er sagte, ich bekomme alles Nötige im Reaktor, damit ich wieder stärker werde. Mein Leben wieder in Ordnung bringe, damit ich die Kinder begrüßen kann. Sie brauchen mich. Meinen Rat. Meine Führung. Dann bin ich nicht mehr allein. Ja.
Kairos Geheimnisse. Sind sie hier? Nicht die, nach denen du suchst. Dann müssen sie da drin sein. Glaub mir, da willst du nicht rein. Bist du verrückt? Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt aufzuhören. Ich glaube, er geht drauf. Na, endlich! Pharaohs Vermächtnis gehört mir! Oh Gott. Ist das Pharaoh da drin? Verbrennt alles! Warte, nein! Pharaoh hat es so manipuliert, dass es zerst... Erledigt sie auch! Keine Zeugen! What? Ich lösche den Perfekt! Okay, Komm mal her, ey! Nee, nicht schießen, okay? Aua! Oh ja, kritischer Schlag, sehr gut. I like it. Okay. Noch ein kritischer Schlag, Oh, hey! Was ist denn dein Scheißproblem? Kritischer Schlag, sehr gut. Pharaoh hat den Reaktor manipuliert. Er läuft nach seinem Tod über. Wir müssen weg. Entkomme aus Theben. Och, wow. Nimm nochmal ein Bärchen. Oh mein Gott. Noch mehr Quen. Ja, natürlich müssen wir kämpfen. Sonst gehen wir drauf. Oh, guck mal, die ganze Lava, die hier rauskommt. Heilige Scheiße. Und was macht der CEO? Haut ab. Oh, mach auf die Scheiße. Oh Gott. Nein, das war Lava. Scheiße. Sag mir nicht, ich muss alles nochmal machen. Er läuft nach seinem Tod über. Ihr müsst weg. Okay, ne. Wenigstens nicht ganz alles. Komm, ich nehme mal die Frostpfeile. Na? Hey. Nein. Okay. Ist da noch ein zweiter? Ah, du da. Ach, Alva, komm. Wir müssen hier raus. Und zwar so scheiße schnell wie möglich. Okay, hier geht's jetzt durch. So. Ne, hier nicht. Hier. Da sind noch mehr Soldaten. Wo denn? Ah, das ist tatsächlich einer da. Ja, dann gehen wir sie erledigen. Gut, das sind da wirklich zwei, ha? Na los. Gibt's nicht. Na los. Oh shit. Wir sind verloren. Los, weg hier. Ist der andere auch gestorben? Ja, ist er. Na los. Raus aus dieser scheiß Grotte. Oh, herrje.
Nehmen wir noch die Pilze mit. Gießt sind ja heilende Beeren. Wieder Quen-Soldaten oder was? Beeilung, Sir! Na los! Aus dem Weg! Oh Gott. Ja, das geschieht ihm recht im Arschloch. Das geschieht dem Arschloch sowas von recht. Aber wie kommen wir jetzt hier raus? So. Keine schöne Art zu sterben. Ach. Oh, das ist Lava. Oh, herrje. Okay. Das war definitiv nicht der Weg. Hier ist der Weg. So, und jetzt hier hoch. Ach, super. Nee, gar nichts Alarm. Und zack. Gar nichts büße hier. Sei froh. Seid froh, werfe ich euch nicht lebend in die Lava rein. Ne? Zack. Na komm. Noch mal ein paar Beeren. Und dann geht's hier durch. Oh, hoffentlich bricht das hier nicht alles zusammen. Ja, okay, das geht. So. Wir müssen. Ja, ja, ja. Alter Schwede, du. Gefunden, das hilft. Nicht mit einem Heimatland, sondern allen. Aber wo ist der CEO? Er ist tot. Man kann sagen, er hat sein Leben gegeben, damit wir die Geheimnisse von Theben entdecken können. Ah ja. Du denkst bestimmt, ich wäre dumm. Was? Nein, nein! Der CEO war ein selbstgefälliger Egoist, der aus unserem Glauben eine widerwärtige, eigennützige Fantasterei gemacht hat. Und jetzt soll ich glauben, dass er sich für ein paar Datenfragmente geopfert hat? Es ist die Stunde der Wahrheit und ich hoffe, sie überzeugt mich. Ansonsten befehle ich den Soldaten, das Feuer zu eröffnen. Moment. Das stimmt. Ehrlich gesagt, hat der CEO alles versaut. Er zerstörte Theben und starb als rückgratloser Feigling. Aber was wir dort unten gefunden haben, kann eurem Heimatland helfen. Wenn ich es verwenden kann. Wenn es sein muss, kämpfe ich mich hier raus. Aber es geht auch anders. Du kannst mich gehen lassen. Und dann gut dastehen, wenn sich die Lage verbessert. Erfolg klingt auf jeden Fall besser als Versagen. Es scheint, als wären unsere Schicksale miteinander verwoben. Landfall steht dir offen. Wenn es dir hilft, kannst du kommen und gehen, wie du willst. Aber Alva muss mit dir reisen und von deinen Mühen berichten.
In Ordnung. Theben hat natürlich keinen Wert mehr für uns. So ist es. Wir kehren zurück zur Flotte. Alva, ich erwarte Berichte von dir. Gründliche. Ach, ich dachte, er würde uns töten lassen. Aber stattdessen darf ich mit dir reisen. Das ist schön. Aber ohne Hilfe wirst du unsere Basis nicht erreichen. Val, ich habe eine neue Freundin. Triff sie bei der Quen-Fähre und eskortiere sie zurück. Klar. Ich kann es kaum erwarten. Glaub mir, es wird dir gefallen. Val gibt dir einen besseren Fokus und mehr Daten, als du verarbeiten kannst. Gehe zur Fähre. Ich komme so bald wie möglich nach Osten. Eine Wahrsagerin muss der Wahrheit folgen, wohin sie auch führt. Wir sehen uns dort. Wunderbar. Pharaohs Schicksal. Hm. Nun, da ich die Omega-Freigabe Level 50. Habe, können wir helfen. Guck mal. Festes Schnappen. Aber bevor ich zur Fähre gehe, schaue ich bei Landfall vorbei. Vielleicht neue Hauptquest. Gemini. Und der Langhals ist immer noch in der Nähe. Ja, stimmt, der Langhals. Unglaublich, dass ich mich für den CEO verkleiden musste. Warte mal, wo ist Landfall schon wieder? Oh, jetzt haben wir erstmal die Fähigkeiten. Ich will jetzt hier den Krieger auf maximal stellen, wenn es geht. Geht nicht, okay. Dann vielleicht hier bei der Überlebenden. Häckslerhandschuh, brauche ich nicht den Scheiß. Was ist das? Abprallbombe. Eindringling ist schon komplett. Die Maschinenmeisterin. Unterprogramme überbrücken. Mehr Gesundheit bei überbrückten Maschinen. Klingt eigentlich gut. So, dann ab hier zum Lagerfeuer von Landfall. Mal gucken, ob es vielleicht eine neue Quest gibt. Da ich ja jetzt wieder einen ordentlichen Teil der Hauptstory erledigt habe, müssten theoretisch einige neue Quests verfügbar sein. Guck mal, hier ist tatsächlich direkt eine neue Quest. Einen Moment, Ahnen. Bitte. Es geht um meinen Bruder. Ich will dich nicht stören, aber ich habe überall um Hilfe gefragt, aber nichts erreicht. Gut. Erzähl mir alles. Verzeih mir. Mein Name ist Yoma. Ich bin der Waffenoffizier dieser Expedition. Ich muss sicherstellen, dass die Trupps bewaffnet und bereit für alles da draußen sind. Und das ist mir misslungen. Mein jüngerer Bruder Uris, seine Einheit sollte einen Turm im Norden der Insel auskundschaften. Sie hätten jetzt zurück sein müssen. Der Aufseher hat meine Bitte nach einem Suchtrupp abgelehnt. Ihm zu trotzen würde zumindest meine Entlassung bedeuten. Könnten Sie noch am Leben sein? Uris war, solange ich denken kann, wie besessen von San Francisco. Er wollte unbedingt an dieser Expedition teilnehmen. Ich hoffe, das Schicksal ist nicht so grausam, ihm diesen Ort zum Grab zu machen. Wenn du mir hilfst, verschaffe ich dir Zugang zu all meinen Waffen. Wenn ich in den Norden gehe, schaue ich nach deinem Bruder. Danke. Vielleicht hilft's. Mein Bruder trug ein Relikt von Ahnen bei sich. Ich denke, dein Fokus könnte es auffangen. Was für ein Relikt? Ein kleines Metallstück an einer Kette mit einem Hologramm von San Francisco. Deshalb hatte es mein Bruder immer bei sich. Die Wahrsager mutmaßten, dass es eine Art Signal sein könnte, das die Ahnen in die Stadt ruft. Mutmaßten? Es waren Daten darauf, die sie nicht lesen konnten? Es galt als verlorenes Wissen. Wenn mein Bruder tot ist, könntest du vielleicht das Relikt zurückbringen? Es bedeutete Uris so viel. Ich möchte es verwahren. Für ihn. Natürlich. Du bist ein guter Bruder. Da ist noch eine neue Quest. Gefällt mir, dass die ganzen Nebenquests hier kommen. Ich verspreche dir, wir finden nach Hause. Harim, wir bekommen den Kreiselkompass nie zurück. Wir hängen hier fest. Für immer. Die wiedergeborene Ahnen. Führe uns zur Wahrheit. Aloy, reicht. Was erzählt ihr von nie mehr nach Hause kommen?
Unsere Navigationsschiffe sind alle weg. Von Stürmen und Riffen zerstört. Und damit das Instrument, das wir zum Überqueren des Ozeans brauchen. Es gibt ein Schiff, das einen intakten Kreiselkompass haben könnte. Doch es ist außer Reichweite, gestrandet auf einer Insel mit tödlichen Strömungen. Kein Kompass, kein Weg heim, kein Weg zu denen, die wir niemals hätten zurücklassen dürfen. Christia. Ja, ich helfe. Das siehst du, ich erlaube mir... Bla bla bla. Okay. Ich glaube nicht, dass ich zum Schiff komme. Jetzt nicht. Okay, das hat funktioniert. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Eine Truhe. Gut, was ich aber zuerst machen möchte, ist zurück zur Basis gehen. Das müsste hier sein. Genau. Zurück zur Basis. Ich will jetzt da mit den Kollegen und Kolleginnen erstmal sprechen. Aber das machen wir im nächsten Part. Lass ich erstmal noch meine richtige Ausrüstung anlegen. Hier, ausrüsten. Zeig mal. Nee, ich behalte die Osram schlechteren Rüstung an. Ja, aber wir machen beim nächsten Mal weiter, ne? Für heute ist nämlich genug. Ich bedanke mich beim Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.